Hallo, vor der Nacht. Ja, das ist nämlich schon mal Paterpott, Psychologe, und wir reden heute mal über die Coaching-Szene. Ich habe mir so ein paar Dokus angeguckt und ist gerade so, ja, gerade so ein In-Thema. Coaching-Szene ist sie gefährlich, und ja, erst will ich auf irgendwas zu reacten, aber fand es dann doch irgendwie aus verschiedenen Gründen doch nicht so geeignet. Erstmal ist bei euch auch ein Meter Schnee gefallen über Nacht. Ich habe eine riesen Schneewand vor meinem Haus, die ich gleich wegschieben muss. Das wird noch interessant. Also was habe ich echt, also vor allem zu der Zeit im Jahr, weiß ich, habe ich ewig nicht mehr erlebt, aber wahrscheinlich bei vielen von euch das Gleiche, könnt ihr aber in die Kommentare schreiben. Ja, also was ist die Kritik? Also die Kritik ist, dass ja Leuten das Geld aus der Tasche gezogen wird, dass sie abhängig gemacht werden. Also das scheinen mir so die Hauptpunkte zu sein, dass teilweise sektenartige Strukturen entstehen. Und ja, das sind schon berechtigte Fragen. Also klar, man hört immer wieder von Leuten, die, weiß ich nicht, 50.000, 100.000 oder noch mehr für irgendwelche, ja, vielleicht fragwürdigen oder auch nicht fragwürdigen Coaching-Programme ausgeben und ja, und sich scheinbar auch in große Abhängigkeiten begeben, da, was weiß ich, vor Ort ziehen zu dem Coach, der sich vielleicht auch wie ein Guru benimmt. Ja, also ich muss sagen, ich habe mal drüber nachgedacht, wie ich das sehe, und ich persönlich, meine persönliche Meinung ist, ich finde alle, die Strukturen, die sich so, also natürlich gibt es irgendeinen, also jede Lehre oder jede Schule hat irgendeinen Leiter oder eine Leiterin oder so, klar. Aber wenn das so gurumäßig abgeht und der sich auch so aufspielt wie so ein Messias oder ein Heiland, oder sie sich ausspielt wie ein Messias oder ein Heiland, dann finde ich das tatsächlich sehr problematisch. Und ja, und wenn man dann noch so Strukturen hat in seinem Unternehmen, wo man eigentlich nie ankommt irgendwo, wo es, du fängst bei Level Z an und dann willst aber nie bei A ankommen, sozusagen. Es gibt ewig neue Geschichten. Also dann halte ich das tatsächlich für eine sehr problematische Sache, dass wieder die Schwächsten anzieht unter Umständen, ja, denen es sowieso nicht gut geht, die sich davon, weiß ich nicht, irgendwie erhoffen, dass sich ihr ganzes Leben 3000% dreht, wenn man nur genug Geld reinfeuert irgendwie in das Ganze. Und ja, dann bleiben die sowieso schon abhängige Strukturen haben, bleiben dann da vielleicht kleben. Und das ist vielleicht keine gute Sache. Also es gibt schon einen schönen Spruch, den habe ich mal gehört, dass ein Lehrer sollte sich nicht danach messen, wie viel Schüler er hat, sondern wie viel Lehrer er hervorbringt oder sie hervorbringt. Also das heißt, das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen, dass du vielleicht super viele Schüler hast, die aber alle abhängig bleiben und selber nicht groß werden können. Das halte ich tatsächlich für, also würde ich schon für fast, weiß nicht, ob man dann von missbräuchlich reden kann, aber da geht es in eine Richtung, die irgendwie nicht gut ist. Das haben wir aber nicht nur in der Coaching-Szene, das können wir auch in zumindest, sagen wir mal, nicht anerkannten, im weitesten Sinne Therapierichtungen, kann es sowas geben. Vielleicht kann es das auch in anerkannten geben, weiß ich nicht. Das gibt es auf jeden Fall bei den Kirchen. Ich meine, da wieder wenig drüber geredet, aber ja, was ist das für eine Struktur, die einem sagt, ich bin ja auch katholisch getauft, hat mir auch viel gegeben früher, aber so aus anderen Gründen, weil das einfach eine sozial spannende Sache war auf dem Dorf so. Aber was ist das für eine Struktur, die einem sagt, du kommst irgendwie in die Hölle, wenn du jetzt nicht unserer Kirche angehörst? Also ja, das ist doch auch sektenartig, oder nicht, ne? Also, und Sekten sowieso natürlich auch. Also Sekten funktionieren ja übrigens auch nach dem gleichen Prinzip wie toxische Beziehungen. Das ist da, ja, immer der Start ist immer mit Lovebombing, ist eigentlich exakt das Gleiche. Und Sekten gibt es ja auch mal Lovebombing am Anfang und so eine High-Phase, und dann, ja, wird man irgendwie so ein bisschen addicted gemacht und hängt dann darin fest. Und wenn man raus will, kriegt man ein Riesenproblem oder verliert alle Sozialkontakte. Gucken wir mal kurz auf die Therapieszene. Da weiß ich zumindest von früher, ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Stand da jetzt ist, aber ich weiß von früher, dass es da auch Sachen gab. Also früher vom Psychotherapeutengesetz gab es ja auch keine so in dem Sinne anerkannten Ausbildung, also sicherlich gab es da so einen gewissen Konsens, was jetzt okay ist und was nicht okay ist, aber
Klar, da gab es auch alternative Sachen, die vielleicht gut waren oder so, grundsätzlich. Und trotzdem, ja, weiß ich auch, gab es da teilweise Strukturen, eben auch dieses, was ich eben sagte, ne, ist, du kommst nie irgendwie an, du musst erstmal 3 Jahre das machen, dann kommst du von Z auf X, dann musst du 3 Jahre das machen, dann kommst du von X auf Y. Also das gibt es da auch und im spirituellen Bereich sowieso, also dann, weiß ich nicht, wie oft lese ich was, meine E-Mails von irgendwelchen buddhistischen oder sonst wie Zentren, wo ja Menschen auch irgendwo gehalten werden und wenn du irgendwie aufmuckst, dann heißt das ja, du hast noch nicht genug meditiert und oder auch Pastore, die ihre Position in irgendeiner Weise nutzen oder ich weiß, also ich meine, das ist auch irgendwo menschlich, ne? deswegen muss man auch mal vorsichtig sein, das alles, was wir da sehen, wir sind ja auch alle Menschen, ne? Steckt in uns vielleicht auch drin, das ist sowieso immer eine Sache, die man auch überlegen muss. Aber ja, wie gesagt, das gibt's an vielen Punkten, deswegen finde ich persönlich ganz wichtig, egal was man da für Sachen in Anspruch nimmt, das wurde auch in einer Doku, finde ich, ganz gut gesagt, dass es so Hilfe zur Selbsthilfe sein sollte und dass es einen definierten Anfang gibt und ein definiertes Ende gibt, so, ne? Und auch irgendwo ein Ziel, was erreicht werden soll und nicht, dass es so unendlich weitergeht. Aber das sind natürlich, also, was ich da gesehen habe, da hat auch jemand drunter geschrieben, ja, manche sind eben gute Verkäufer, das ist auch so ein Problem. Also, wenn du ein Angebot hast, ob das jetzt Coaching ist oder du verkaufst Brötchen, du musst es irgendwie verkaufen und irgendwie natürlich überlegt man dann, wie kriege ich es gut verkauft? Und es gibt da vielleicht manchmal ein fließenden Übergang von jemand, ja, kann gut Sachen verkaufen, zu er nutzt manipulative Verkaufstechniken. Das kann dir aber auch beim Autokauf passieren, ne? Wo du was ohrgehauen wirst irgendwo, ne? Also das ist wirklich, das ist auch so ein bisschen eine gewisse Frage der Ethik. Also was sind vielleicht noch ethische Verkaufstechniken? Was sind vielleicht nicht mehr ethische Verkaufstechniken? Und was in der Coaching-Szene viel passiert, das gibt's auch überall. Also ich kenne das auch aus, ich habe auch mal Kurse gemacht Richtung Online-Business, habe ich dann auch gleich wieder abgebrochen, weil das auch so Sachen waren. Also erst gibt's so ein Umsonst-Webinar, dann stellst du aber fest, oh, hier wird ja eigentlich gar nichts richtig gesagt. Und dann, ja, was jetzt richtig gesagt wird, das gibt's jetzt im nächsten Step, der aber das 10-fache kostet. Und wenn du richtig was lernen willst, dann haben wir ja so ein Angebot, wo du auf ewig in the loop bleibst und auf ewig zahlst sozusagen. Das gibt es ganz viel. Das gibt es also wie gesagt in diesem alle Sachen, die du kaufen kannst, sag ich mal, und die irgendwie so ein Softwissen sind, was jetzt nicht so so anfassbar ist. Ja, nutzen solche Verkaufstechniken so. Ne? Ja, also es ist schwierig. Also wie gesagt, ich finde, was wichtig wäre, dass man guckt, ja, also deswegen bin ich auch so ein großer Fan vom Erwachsenen, dass dieser Erwachsenenanteil in dir gestärkt wird, dass du Leute selbstständiger machst, dass sie auch von dir weggehen dürfen, dass sie auch von deinem, was du Menschen vermittelst, dass sie auch, sagte mein Ausbilder damals immer, auch vom guten Essen muss man was ausscheißen, so, also dass du auch, dass Leute auch die Chance haben zu sagen, okay, ich nutze das und das, aber das nutze ich jetzt nicht oder ich nutze das und gehe damit aber meinen eigenen Weg. So, also das muss irgendwie möglich sein, sage ich mal. Ne? Gut, dann heißt es ja mal viel, der ungeregelte Coaching-Markt. Aber da denke ich immer, Leute, wollt ihr das jetzt auch noch regulieren? Also man kann ja schon keine Steckdose mehr kaufen, ohne dass es 28 Regulierungen gibt und die EU 25 und hier noch und da noch ein Gesetz. Und ich weiß, dass es ein gewisses Risiko ist, dass dieser Bereich ungeregelt ist, also manchmal, ich glaube, ich manche Videos auch kritisiert, aber andererseits, wie man das jetzt, also nimmst den Leuten auch ihre eigene Kompetenz, also was ich dann in einem Video gesehen habe, da hat so jemand gesagt, ja, das habe ich auch schon gehört, das finde ich ganz schwierig, das ist ja nichts, wenn Leute sagen, es hilft ihnen, also damit machst du Leute so völlig hilflos und dumm, dass du sagst, die wissen ja nicht mal, was ihnen hilft. Aber wenn jetzt jemand, was weiß ich, geht zu irgendeinem Wochenendseminar irgendwo hin so, ne, und sagt, hey, das hat mir gut getan, warum hat das keinen Wert? Dann hat dieser, weiß nicht, das war auch so ein Professor, glaube ich, der hat dann gesagt, ja, das ist Placebo-Effekt. Ja, okay, selbst wenn dieser Placebo-Effekt dir hilft, also in etablierten Beratungsformen ist auch viel Placebo-Effekt. Also das ist überall, ne. Das ist schwierig. Also ich finde nicht, dass wir in dem Bereich so
so totregulieren sollte. Aber vor allen Dingen die Leute, die ja teilweise angeprangert werden, die haben ja durchaus Ausbildungen, die würden da vielleicht noch nicht mal von betroffen sein, irgendwie so, ne? Oder haben, sind Psychologen oder was weiß ich. Also, das ist, ich weiß, aber dieses ganze Regulieren, da bin ich irgendwie so gar kein Freund von. Dann zu den Preisen. Also natürlich auch, es gibt auch so eine klitzekleine Selbstverantwortung vielleicht, wenn jetzt jemand sagt, hier, 2-Wochen-Kurs, du weißt gar nicht, was es ist und kostet 50.000 Euro. Ja, muss man vielleicht nochmal, ich meine, das gibt es auch das gibt es überall. Das kenne ich, werden wir ja gescammt. Also, was weiß ich, der nigerianische Prinz schreibt dich angeblich an und wenn du das und das machst, dann kriegst du 1 Million. Also, natürlich werden wir überall gescammt, ist auch nicht gut irgendwie. Ja, ist auch überhaupt nicht gut, ist also ethisch auch wirklich scheiße. Aber ja, irgendwo. Ja, kann man nur, ich sag's mal andersrum, kann man nur jeden raten, Sachen zu prüfen, die, wo man nicht klar ist, was das ist und wo auch nicht klar ist, was der Benefit ist und nur, ob das in irgendeinem Verhältnis steht. Ist das gut, sowas überhaupt anzubieten? Wo, also meistens wird das ja auch angepreist mit irgendwelchen, wie soll ich mal sagen, Versprechen, wenn du das machst, dann passiert exakt das und das und das. Und es ist gleichzeitig sehr teuer. Also ich finde schon, dass Leute auch sagen können, ja, das gefällt mir einfach und es muss jetzt nicht, da muss jetzt nicht ein TÜV-Siegel drauf irgendwie noch oder ich kann einfach für mich sagen, es hat mir gefallen und es hat mich weitergebracht und das sollte man nicht so in Abrede stellen, dass Leute nicht für sich sagen können, ob ihnen irgendwas geholfen hat. Wie gesagt, es sei denn, sie werden rundum manipuliert, ja. Ich höre das auch ab und zu mal, dass so der ein oder andere, ich will jetzt hier keine Namen droppen, aber hatte schon Kontakt zu Sektenbeauftragten, das soll sehr unangenehm sein, habe ich gehört. Sehr, sehr unangenehm. Will man, glaube ich, nicht haben. Und das liegt natürlich auch ein bisschen an diesen, also das ist ja auch eine Kritik, die ich immer wieder habe, an diesen, ja, das wird ja auch viel thematisiert, das ist immer um dieses Mindset. Und wenn du nur das richtige Mindset hast, dann kannst du so viel Geld verdienen, wie du willst und was weiß ich. Und ja, ich würde auch sagen, Mindset ist ist eine sehr wichtige Sache und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du Erfolg hast. Aber das muss man jetzt gar nicht spirituell runterbrechen, das kann man auch einfach psychologisch runterbrechen. Aber offensichtlich gibt es auch Leute, die viel Erfolg haben, ohne dass sie, also manche Leute gewinnen im Lotto, ohne dass sie jetzt vielleicht, also oder wissen wir jetzt nicht, haben die ein spezielles Mindset? Ich glaube mal nicht so. Und manche Leute haben vielleicht ein tolles Mindset und haben vielleicht trotzdem keinen Erfolg. Ich persönlich bin natürlich auch ein Freund vom richtigen Mindset, würde es aber, glaube ich, nie sagen, dass das ist jetzt garantiert, dass dann das und das passiert, weil es wird ja dann häufig der Umkehrschluss gemacht. Also wenn du Erfolg hast, dann war es das richtige Mindset. Wenn du keinen Erfolg hast, dann hast du nur nicht genug an dir gearbeitet und es ist nur nicht war es quasi nicht gut genug und musst noch mehr, vielleicht noch mehr Kurse machen oder so, ne? Jetzt ist das so eine Sache, die ist, das haben wir natürlich teilweise auch, wenn wir so sagen, okay, welche Partner ziehen wir an? Es ist natürlich nicht ganz falsch, dass, wenn man bestimmte Themen hat, dass man dazu neigt, dann auch bestimmte Partner anzuziehen und wenn man die Themen nicht mehr hat, was heißt anziehen, man sucht sie nicht mehr aus, so. Also es gibt schon, das mit dem Mindset jetzt komplett falsch ist, kann man jetzt auch wieder nicht sagen, so, ne? Aber ich finde auch, dass, was ich ganz schlimm finde, ist dieses, was nenne ich hier mal spirituelle Gaslighting, dass dir passiert irgendwas total Beschissenes und dann wird gesagt, ja, das, ja, du Dummerchen, das hast du selber manifestiert. Also damit kann man Leute so in die Krise treiben. Also wenn du irgendwie echt was ganz Schlimmes erlebt hast, ne? Und dann kommt noch jemand und dann wendest du dich an jemand und dann sagt dieser jemand, sagt dir dann auch noch, sorry, diesen, also diese schlimme Sache hast du leider selber manifestiert, du Blödi. Also ey, dann weiß ich nicht, das kann einen so destabilisieren. Also das finde ich ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Und deswegen finde ich diese spirituell angehauchten Sachen, so sehr ich das teilweise auch mag, finde ich sehr problematisch. Vor allen Dingen, was so Manifestation angeht. Ich habe ja auch so einen Manifestationskurs, aber ich meine, es ist irgendwann, ist dazu alles gesagt. Also dann sagst du das, also diese Manifestationstechniken, die unterscheiden sich ja nicht groß, ne? Das ist eben so und so und so. Und das sagt auch Eckhart Tolle immer so, alles, was hier über Manifestation gesagt werden wird, ist das und das und das und das. Und da kann ich ihm eigentlich nur beipflichten. Also da wüsste ich jetzt gar nicht, was man da in 100 Jahren Kursen noch lernen sollte. Also entweder man probiert es für sich aus, entweder es klappt oder es klappt nicht. Und ja, aber muss man dafür dann
jahrzehntelange Seminare machen? Ich glaube nicht so, ne? Also das schwierig. Ja, dann zu den Preisen. Genau, ist immer die Frage, was bekommt man dafür? Also ich nehme jetzt mal einen Tobias Beck. Ist meiner Ansicht nach absolut begnadeter Redner, ne? Also ich kenne sein Programm jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ein begnadeter Redner, auch ein begnadeter Verkäufer, aber gut, er ist ein begnadeter Redner, wirklich, kann man nicht anders sagen. So, wenn ich jetzt Redner werden will, ja, dann gehe ich natürlich zu jemandem, der ein super Redner ist, und seine Rednerausbildung ist, glaube ich, relativ kurz, kostet aber richtig viel Geld. Ja, weil er ein offen, anerkanntermaßen begnadeter Redner ist, so, ne? Ja, es kostet dann mehr, als wenn du zu, was weiß ich, irgendjemand gehst, der nicht so einen Namen hat, ne? Also deswegen, also da würde ich aber auch sagen, es hat einen definierten Anfang, es hat ein definiertes Ende. Ob man das Geld dann dafür zahlen will oder nicht, muss jeder selber wissen. Ja, also man muss die Leute auch, also einen gewissen Entscheidungsspielraum muss man Leuten auch schon geben. Also das jetzt mal zum Thema, das ist mal zum Thema Kosten, ne? Was es kostet. Also es ist auch wieder so eine schwierige Sache, ne? Trotzdem, ich persönlich finde immer, gerade wenn man Sachen für viele Leute macht, für mich ja auch mal drum, faire Preise zu haben. Also ich finde, wenn man was macht, ja, was für viele relevant ist und vielleicht auch für viele unter Umständen bestimmte Lebensphasen sehr wichtig sein kann, finde ich es ein bisschen schwierig, das so super teuer zu machen. Weiß ich nicht. Ist nicht so mein Style, sag ich mal. Aber gut. Und dann, ja, es wird ja auch mal sich ein bisschen die Nase rübergerümpft, dass Coaching so gut läuft. Aber ja, Coaching gehört zu den vier großen Themen. Sorry, die laufen immer. Die sind immer gelaufen, die werden immer laufen. Und das ist, aus meiner Sicht, ist das Fitness, alles rund um Fitness. Alles rund um Beziehungen, Dating, dann nehme ich jetzt mal Persönlichkeitsentwicklung mit rein irgendwie. Alles rund um Essen, alles rund um Gesundheit. Gehört ja auch irgendwie, kann man auch ein bisschen Coaching-Bereich mit reinpacken. Und dann vielleicht noch Geld. Gut, sind es fünf. Das sind die Sachen, das wird dir jeder sagen, der irgendwas verkauft, der wird sagen, das geht am besten. Also natürlich kann man auch mit einer Nische Geld verdienen, was weiß ich, wenn du in Berlin, keine Ahnung, mongolische Spezialrezepte anbietest und mongolische Lebensmittel und einen Versand dafür, Fisch oder was weiß ich. Also du kannst in der Nische, natürlich kannst du, obwohl das auch schon wieder Essen. Also das sind eigentlich immer diese Sachen, die gut funktionieren, und ja, das Coaching wird immer Leute interessieren, weil, ja, was willst du denn sonst machen, wenn du dich, also ich persönlich habe sehr viel Geld für Coaching ausgegeben, aber ganz gesteuert, ne? Also hier ein bisschen, da ein bisschen, auch nicht so vielen Seminaren, sage ich mal, mehr 1:1 oder auch Online-Kurse. Und also wenn es das nicht gegeben hätte, würde es mein Programm nicht geben. So, natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass Coaching scheiße ist. Das will ja auch nicht jeder eine Therapie machen, und eine Therapie ohne Indikation, ohne Therapieindikation, wo wenn man eher ein Coaching-Anliegen hat, warum sollen Leute kein Coaching machen, ne? Aber wie gesagt, sollte definierten Anfang, definiertes Ende. Also sollte ungefähr vielleicht klar rein, worum es geht. Oder nehmen wir Supervision. Ja, das ist ja auch eine Sache, die viele Psychologen haben, einen Supervisor. Und ja, also den hat man vielleicht auch lange, und den braucht man aber auch, um sich zu besprechen oder um Fälle zu besprechen oder was weiß ich. Ne? Also natürlich ist es ja auch eine Art von Coaching, wenn du so willst. Natürlich gibt es diese Strukturen, und warum sollte es das auch nicht geben? Also man kann nicht einfach diese ganze Szene jetzt sagen, es ist scheiße, so, man muss wirklich, aber das meiner Ansicht nach in allen Szenen, die irgendwie in diese Richtung gehen, muss man halt gucken, was ist da gut, was ist nicht gut. Also ich erinnere mal an Bhagwan, sicherlich auch ein begnadeter Redner, sicherlich viele weise Dinge gesagt, ja, aber das waren, ja, auch, kannte ich ja früher noch, Leute, die alle in Rot rumgelaufen sind und die ganze Kohle abgedrückt haben, also an seine 45 Rolls-Royce irgendwie, ja, das gab es damals auch schon. Ist es gut? Ich finde es nicht gut. Trotzdem hat er sicherlich viele weise Dinge gesagt, aber wie gesagt, ich finde all diese Strukturen, wo Menschen so festgehalten werden in Strukturen, finde ich persönlich nicht gut. Man muss sie auch gehen lassen können. So, ne? Ja, und letzter Punkt wollte ich nochmal sagen, das ist ja auch eine Minderheit, denke ich mal, die jetzt vielleicht da irgendwie ja, Monster-teure Angebote bucht, die vielleicht zu nichts
führen. Also viele, also ich persönlich als Mensch bin überhaupt kein Freund von solchen Chaka-Bum-Veranstaltungen irgendwie so, ne? Aber scheinbar mögen das viele. Und mal ganz ehrlich, wenn irgendwie so ein Chaka-Bum-Coach, wenn der jetzt, was weiß ich, der macht ein Tagesseminar in der Stadthalle Gütersloh, sag ich jetzt mal, und die Leute fühlen sich gut unterhalten, ja, so what? Dann ist es eine gute, und es ist immer noch eine gute Unterhaltung. Also in einem dieser Videos, was hier geguckt wurde, wurden auch diese Creator oder Creator-Veranstaltungen auch kritisiert, da war ich auch mal vor ein paar Jahren. Das ist ja dieses, wo, was weiß ich, ein Tobi Beck spricht, eine Laura Marina Seiler, ein Beetz und was weiß ich. Und da wurde gesagt, boah, das kostet 400 Euro. Ja, hallo, das sind 2 Tage mit einer Riesenstruktur, mit irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Rednern. Kannst dich connecten, kannst Selfies machen mit denen, Unterschriften, Widmungen, was weiß ich. Das kostet vielleicht 400 Euro. Ja, es ist jetzt, also ein Seminar bei mir kostet auch 400 Euro. Also ich habe gerade kein Wochenendseminar, aber hat 400 oder 500 Euro gekostet sogar. Ja, so ist das. Und da ist dann auch ganz viel aufeinander, ne? Wieso wird das jetzt so? Und ich muss sagen, ganz ehrlich sagen, ich war da an einem Tag und ich habe mich bestens unterhalten gefühlt. Gehe ich jetzt dahin und kaufe irgendwie ein Coaching-Programm für 50.000 Euro? Nee. Aber ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt. Und ist das jetzt alles... bewiesen, was die da sagen? Nein, diese ganzen Sachen, dass du alles, wie soll ich das mal sagen, dass du alles mit Mindset machen kannst, ist das bewiesen? Sind viele von den, was weiß ich, Beetz hat da gesagt, Ende der 20er Jahre, ist ja auch so, hat ja auch so eine spirituelle, Ende der 20er, also der 2020er Jahre, wenn wir keine oder kaum noch Krankenhäuser haben, was weiß ich. Also er hat so Richtung Aufstieg in die 5. Dimension sozusagen in der Art. Hat er so Vorhersagen getroffen. Werden die eintreffen? Ich bezweifle es. Habe ich mich gut unterhalten gefühlt? Ja, trotzdem. Ist wie auch, ich muss wirklich sagen, eine Laura Marina Seiler, ein Beetz, ein Tobi Beck, wer war da noch? Bayer Yilmaz. Würde ich, also finde ich Bayer Yilmaz Programm in irgendeiner Weise nachvollziehbar. Nee, in weiten Punkten nicht. Andere schon, wunderbar. Ist sie eine begnadete Rednerin? Ja, eine absolut begnadete Rednerin. Ne? Das ist auch ein bisschen eine Show, ne? Und das, da haben sie echt abgeliefert, ne? Muss ich wirklich sagen. Und also da keine Sekunde bereut so, ne? Und natürlich geht es da auch um Geld, natürlich gerade Creator, geht es, glaube ich, viel um Geld. Aber gut, wir leben in einer Marktwirtschaft. Jeder versucht irgendwie hier zurechtzukommen. Ne? Gut, das sind soweit meine Gedanken. Was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Like oder auch ein Dislike da. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.